Move the needle. So sagt man, wenn man Dinge voranbringt im Beruf und im Leben, wenn man sich um die wichtigen Dinge kümmern möchte und einfach etwas bewegen will. Wenn auch du die wichtigen Dinge bewegen möchtest, habe ich dir heute im Video was ganz Tolles dabei. Ich schaue mir nämlich die Produktivitätsmethode von Sam Altman an, ja, bekannt durch Funk und Fernsehen, und kombiniere das Ganze mit der wohl bekanntesten und effektivsten Produktivitätsmethode. Und das alles zusammen in Microsoft To Do. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast, hier heute bei uns auf dem Kanal. Und wie schon im Intro gesagt, geht es heute wieder mal um eine Produktivitätstechnik, und zwar um eine ganz vereinfachte Produktivitätstechnik. Denn so wie ganz viele YouTube-Videos uns zeigen, haben die wichtigen, die produktiven, die erfolgreichen Leader immer eine ganz simple Produktivitätstechnik, wie sie ihre Aufgaben, wie sie ihre Projekte voranbringen. Allen voran ist immer ein kleines Notizbuch, was sie immer mit dabei haben, wo man sich Dinge aufschreibt. Und die Idee hier ist eigentlich auch relativ simpel. Ja, ich setze mich hin, losgelöst von allen Störungen, schreibe erstmal alle Aufgaben nieder, Stück für Stück, und suche mir dann aus diesen Aufgaben die wichtige Aufgabe raus, die mein Projekt voranbringt, kreise diese ein oder streiche sie oder was auch immer, und dann gehe ich mit ans Werk. Ja, das klingt super und easy, aber vielleicht geht es dir genauso. In der Realität sieht es bei mir zumindest immer ganz anders aus. Ja? Ich kann nicht einen ganzen Arbeitstag einer Aufgabe widmen, bis die erledigt ist. Da habe ich einfach zu viele andere Dinge zu tun. Und wenn ich das über mehrere Tage stücke, komme ich mit so einem Notizbuch nicht zurecht. Und da liegt natürlich die Lösung nicht weit fern. Wir schauen uns einfach mal in die Microsoft Toolbox rein und eins, wie du vielleicht schon weißt, meiner Lieblingstool, nämlich To Do, und schauen an, wie wir es da damit machen können. Und schau das Video unbedingt bis zum Schluss, denn da habe ich nochmal zwei Bonustipps, gerade für die Leute, die einen stressigen und ein wenig zerpflügten Arbeitsalltag haben. Und ähnlich wie Sam Altman und Co. setze ich mich auch mit To-Do hin. Meistens schnappe ich mir hier das Tablet, mache die To-Do-App auf, und das mache ich wirklich jeden Morgen und schreibe erstmal alles runter, was mir an neuen Aufgaben einfällt. Ich nutze dazu auch ganz gern den Stift, weil hier, wie du siehst, in To-Do kann ich auch wunderbar unten in diese Eingabemaske mit dem Stift reinschreiben. Und nun zum Vorteil von To-Do. Ich nutze nämlich auch hier gerne dann die Glühbirne, wo ich eben die Tasks, die Aufgaben von gestern und von vorgestern sehe, die ich noch nicht erledigt habe, und kann die wieder auf meinen To-Do-Plan setzen. Dann ordne ich das Ganze einfach per Drag and Drop meiner Priorität, und die ganz wichtigen Aufgaben kriegen einfach noch ein Sternchen. Ja, aber nun geht es ja auch an die Umsetzung von diesen Aufgaben, und wie schon angekündigt, da schnappen wir uns die, laut dem Harvard Magazine, die effizienteste und beste Produktivitätsmethode. Diese heißt Timeboxing. Das Prinzip ist relativ einfach. Es besteht aus drei Bestandteilen: ein Braindump erstellen, die wichtigsten Tasks rausziehen und dann über den Tag verteilen, indem ich einfache Boxen mache und mir die Zeit blockiere. Und tja, auch hier haben wir natürlich wieder ein super Tool zur Hand, und das können wir mit To-Do kombinieren. Und das geht ganz easy. Du gehst hier ganz einfach in das neue Outlook hinein, und nun rechts oben kannst du dir nämlich deine To-Do-App einblenden. Das ist dieses kleine Icon hier oben, das blendest du dir einfach ein. Und nun siehst du deine für heute geplanten To-Dos. Du kannst auch noch eine andere Liste dir anzeigen, wenn du eher nicht mit den Mein-Tag-Funktionen arbeiten möchtest. Und nun die Magic, was ich genial finde, einfach per Drag and Drop rüberziehen an den Tag, an die Stelle, wo du diese Aufgabe erledigen möchtest und wo auch dein Schedule an dem heutigen Tag es eventuell zulässt. Ich gehe noch ganz gerne her und stelle das Ganze dann auf frei ein und nehme auch noch eine Kategorie Work, damit ich an der Farbe sofort sehe, dass hier kein Termin mit anderen Personen ist, sondern dass es hier wirklich um ein Arbeitspaket geht. Und so mache ich das Stück für Stück mit den wichtigen Aufgaben, die ich hier hinmache, und kann mir das wunderbar planen. Und nur noch zu den zwei Bonustipps, die ich am Anfang versprochen habe. Zum einen, nutze die Fokuszeit. Ja, wenn es dir so geht wie mir, dass natürlich auch oft Leute dich per Chat stören, E-Mails kommen rein, Anrufe kommen rein, aber du wirklich manche Aufgaben machen möchtest und da hochkonzentriert, ungestört arbeiten willst, dann nutz doch einfach die Fokuszeit.
Das Ganze kannst du dir am besten in Teams einrichten. Ist ein bisschen kompliziert der Weg, aber ich zeige ihn dir mal schnell. Du öffnest hier nämlich dann die Viva Insights App, gehst dann auf die Einstellungen und scrollst dann runter auf die Fokuszeit und kannst hier jetzt einen Plan festlegen. Und dann macht dir die Viva Insights App jeden Tag einen Fokuszeitblocker. Das Besondere an dieser Fokuszeit ist, du gehst automatisch in den Status nicht stören. Das heißt, keine Teams-Chat-Nachrichten, keine Outlook-Pop-Ups, wenn Teams deine Telefonanlage ist, auch keine Telefonanrufe mehr und du kannst wirklich ungestört arbeiten. Du kannst diese Fokuszeit dann selber in Outlook mit der Größe noch verändern und kannst jetzt deine wichtigen Tasks dort einfach parallel dazu hinschieben oder die Fokuszeit dorthin schieben, wo du diesen Task hast. Sehr geniale Funktion. Und der zweite Bonustipp, wenn du noch einer bist, der auch gerne mal was ausdruckt und mit einem normalen Stift sich den Tag über Notizen macht, dann schau dir doch einfach mal die Print-Funktion hier an von Outlook. Ich finde, du bekommst hier eine sehr schöne Tagesagenda, die Notizen noch mit aktiviert. Und wenn du das auf den Drucker legst, hast du eigentlich für den Tag alles, was du brauchst und kommst hoffentlich produktiv und erfolgreich eben durch diesen durch. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du konntest einiges mitnehmen. Wenn das so war, natürlich lass ein Like da. Abonnieren für die nächsten neuen Videos wäre natürlich auch ganz klasse. Und dann sehen wir auch schon uns bei dem nächsten Video. Bis bald!